Ja, ein pinker Lambo. Wer mehr sehen möchte, bleibt dran. Okay, zusammen. Wir haben also einen pinkfarbenen Lambo. Natürlich nicht original Lamborghini und auch nicht in groß, aber von Sembo, Sembo Technik, um genau zu sein. Es ist mit der Setnummer 8609 auf dem Markt. Es soll ein Lamborghini Centenario darstellen, hat eine Teilzahl von 1294 UVP. Ich habe keinen Plan. Ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe es gekauft für, ich glaube, knapp unter 50 Euro. AliExpress ist quasi also über China hierher gekommen und wurde ohne Box geliefert. Deswegen kann ich euch im Prinzip eigentlich auch nur die ja, Anleitung zeigen. Und ja, es ist ein Maßstab von 1 zu 14. Ist also im Prinzip kein Minifigurenmaßstab, hat es aber auch nicht den Anspruch, denn es ist eigentlich ähnlich wie bei Lego, einfach ein Technikset. Und zwar ja, eigentlich auch aus Technikteilen. Kann man sehr schön eigentlich so sehen. Und Altersempfehlung ist 6 plus, ist ambitioniert. Da muss ich so gleich mal vorneweg sagen. Wir schauen uns das aber alles natürlich im Detail an. Ich habe das zusammengebaut, wenn ihr das Video seht. Und im Endeffekt werde ich es euch einfach im Detail zeigen. Das Ganze ist motorisiert. Ich zeige es euch aber erstmal, wenn ich es aufgebaut habe, unmotorisiert. Denn mit der Motorisierung ist noch einiges zu tun. Beziehungsweise das heißt einiges. Man muss auf jeden Fall ein bisschen was umbauen, damit man den Motor einbauen kann. Ja, es hat ein paar Funktionen, also Türen auf, Türen zu, sage ich jetzt mal. Man kann auch ja, Motorhaube aufmachen, Heck aufmachen. Das sind so Funktionen, die dabei sind. Auch eine Lenkung ist natürlich dabei, sonst würde die Motorisierung auch gar keinen Sinn ergeben, wenn man nicht lenken kann. Aber ja, sagen wir es mal so. Wir lassen uns überraschen. Es ist mein erstes Technik-Set außerhalb von Lego. Ja, ich sag mal das erste, weil ich habe noch ein anderes gebaut, das ich allerdings nicht so sehr als Technik erachte. Aber es ist, wie gesagt, von Sembo. Es ist kein Lego. Es ist selbst gekauft. Es ist von nichts unterstützt. Ich werde auf jeden Fall meine offene und ehrliche Meinung dazu sagen. Ob es was taugt, ob es nichts taugt, bleibt auf jeden Fall mit dabei. Nach dem Bau geht's weiter. Ecco qua, Lamborghini. Zumindest ein Lambo-Verschnitt ist hier zu sehen. Ich habe es fertig gebaut. Das Ganze war wirklich ziemlich herausfordernd, muss ich zugeben. Ich bin kein Technikexperte. Aber das Ganze hat mich, boah, mehrere Stunden gedauert, bis ich damit fertig war. Ich habe mich zigmal verbaut. Ja, aber vielleicht, ja, kriegt man das in 2 bis 3 Stunden hin. Ich habe auf jeden Fall länger gebraucht und möchte euch einfach mal ein bisschen jetzt davon zeigen, von diesem Lamborghini. Ich habe ihn noch nicht motorisiert. Das Ganze mache ich noch, um es euch zu zeigen. Ja. Wirklich viele Details sieht man hier nicht. Es scheint mir so, als wären diese Lichter hier leuchtend, glow in the dark, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobieren können. Ja, die Räder, Vorderreifen lassen sich lenken mit dieser Lenkung hier drin. Also das funktioniert. Und ja. Die Türen sind so öffnenbar, aber ich muss ehrlich sagen, das ist eine hakelige Geschichte. Also wenn man das jetzt, oh, sieht man hier, jetzt passt irgendwie erstmal wieder nicht mehr, muss man ein bisschen friemeln, sage ich mal, hin und her und dann ist es wieder drin, aber es passt jetzt nicht 1A. Das ist wirklich ein Manko, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man zum Beispiel das vergleichen mag mit dem dänischen Hersteller, dem Marktführer,
dann, ja, was, wenn oft kritisiert wird, Türen gehen nicht auf und zu, dann muss ich sagen, hier ist das absolut auch nicht gegeben. Also das ist echt schwierig zu verwenden, ist auf beiden Seiten übrigens gleich. Es wird auch total geworben mit dem phänomenalen Interieur, aber ja, das sieht jetzt nicht irgendwie nach einem phänomenalen Interieur aus, sondern einfach nach einem Technik-Innenleben. Es ist ja auch so, ja, wie packe ich das jetzt? Also hier sind auf jeden Fall auch Sticker verbaut, das sind alles Sticker, was man hier sieht. Also das ist ein Sticker. Hier das innen drinne ist ein Sticker. Wir haben vorne jetzt die Türen, die machen mich echt wahnsinnig, muss ich echt zugeben. Das finde ich überhaupt nicht gut gelöst. Aber auch das hier vorne ist ein Sticker. Ist wirklich ein, ja, da hat man sich irgendwie so ein bisschen abgeschaut, was Lego macht. Also auch, dass da gerne mal Sticker verwendet werden. Wir können hier das hinten aufmachen. Da wird der Motorblock reinkommen. Hier sieht man auch schon, wie sich die Zahnräder drehen. Wenn ich das dann motorisiere. Hoppala. So. Dann sieht man, wie sich's dreht. Ganz genau. Da bin ich gespannt, wie es dann reinpassen wird. Da muss man aber das Modell nochmal ein bisschen auseinanderbauen, um das Ganze zu motorisieren. Das ist nochmal hier der hintere Teil des Autos. Aber ja, also es sieht cool aus. Also mir gefällt's. Bautechnisch halt wirklich schon eine gewisse Herausforderung, die sich da stellt. Und ja, es ist halt tatsächlich einfach ein Technikmodell. Ich würde sagen, fast sogar ein Technikmodell, wie man es früher von Lego her kannte, wo jetzt noch nicht so ganz genau alles immer schön detailreich war. Aber hier sieht man schon, jetzt habe ich was auseinandergebaut. Das passiert tatsächlich sehr häufig, also von daher bin ich gespannt, wie es mit der Motorisierung her ist, weil robust sieht anders aus. Also so wirklich robust ist es nicht. Und wenn ich das jetzt dann später motorisiere, bin ich sehr gespannt, ob das hier funktionieren wird. Also nicht, ob es funktionieren wird, sondern ob das auch hält. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ansonsten, ja, schauen wir es uns später an. So viel mal zu den Funktionen und zum Aussehen des Ganzen. Genau, sehen wir uns gleich nochmal. Bevor ich noch zur Motorisierung komme, zwei Dinge, die ich ansprechen wollte. Und zwar einmal die Sticker nochmal. Wir haben diese Sticker, die sind jetzt nicht so zahlreich, aber ja, ich finde, warum brauche ich Sticker, wo nicht mal der richtige Firmenname draufsteht? Ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt welche brauche mit richtigen Firmennamen, aber macht es doch im Prinzip so, wie es am Auto selbst gelöst ist. Und zwar, dass man halt hier vorne im Prinzip einfach so eine Andeutung macht von dem Ganzen. Ausgeschrieben brauche ich das tatsächlich nicht. Es sind zum Glück nicht so viele Sticker. Es geht, okay, kann man mit leben. Aber eine Sache, die mir wirklich missfällt, ist, warum diese blauen Pins? Ich verstehe das nicht. Warum kopiert man auch die blauen Pins? Beziehungsweise warum schaut man sich das ab mit den blauen Pins? Jetzt habe ich das Auto wieder auseinander gemacht. Aber man sieht es, blaue Pins sind mit verbaut. Und es ist jetzt nicht so, als hätte es keine schwarzen Pins. Denn, schauen wir hier rein, schwarze Pins. Innen drinne sind auch schwarze Pins verbaut. Wir haben an der Seite, sieht man vielleicht, wir haben blaue Pins und schwarze Pins zugleich verbaut. Warum nicht einfach alles schwarz belassen? Das ist was ich nicht verstehe. Schwarz hätte hier deutlich besser dazu gepasst und das wollte ich einfach nochmal so sagen. Jetzt kümmern wir uns aber um die Motorisierung. So, ich wollte euch noch ein bisschen was zu der Motorisierung erzählen. Und zwar, wie man das Ganze einbaut. Sag jetzt mal so, wir haben ja hier diese variablen Teile hier. Da sieht man schon ein bisschen was von der Verkabelung. Aber hier kommt nichts rein und auch nicht hier vorne kommt nichts rein. Also man macht die Motorisierung tatsächlich einfach hier rein, indem man
das Dach abbaut, also das muss man tatsächlich abbauen, um das Ganze zu machen. Also da nimmt man die beiden Seitenteile ab, man nimmt diese Teile hier ab und dann kann man das Ganze einfach nach hinten klappen. Und dann hat man hier den Antrieb, mit dem man das Lenken steuert. Schauen wir mal, ob wir es hier sehen. Das sieht man es über hier dieses Rädchen. Da werden dann quasi die Vorderachse gesteuert über dieses hier. Und die Batteriebox ist das hier. Also das heißt, man hat hier im Prinzip eigentlich diesen Antrieb, mit dem man nach links und rechts gehen kann. Und man hat hier die Batteriebox. Hier ist noch ein Gegengewicht, das fällt leider immer ein bisschen raus, aber das wird auch noch hier mit montiert. Genau, so dass es hier drin ist. Verkabelung geht halt hier rüber, hier rein. Und da, also sind es eigentlich zwei Motoren, wenn man ehrlich ist. Das heißt, den oberen Teil und den unteren Teil, und die beiden sind miteinander hier mit der Batteriebox verbunden. Und ja, das Ganze wird gesteuert mit dieser Fernbedienung. Diese Fernbedienung ist ja leider ein bisschen blöd gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Also mit der linken Seite kann man oben und unten nach vorne und nach hinten fahren. Und wenn man lenken möchte, muss man hier und hier lenken. Also es geht nicht mit diesen hier. Ich habe es auch versucht umzustellen, ich habe mich auch versucht einzulesen, aber da gab es jetzt nicht irgendwie was, worauf ich gekommen wäre, dass es funktionieren könnte. Also auch diese Veränderung hier, die bringt gar nichts. Ist ein bisschen schade, aber so ist es. Also das ist im Prinzip die Motorisierung. Das funktioniert eigentlich, indem man hier drauf drückt, dann blinkt es, sieht man schon. Und dann kann man im Prinzip einfach hier drauf klicken und dann ist es schon verbunden. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen fahren. Da sieht man schon, ui, also hat schon ein bisschen Power. Genau, also es macht echt richtig Spaß. Ich habe euch auch ein paar Impressionen eingefangen, wie das auf der Straße fährt. Da sieht es tatsächlich dann wieder einigermaßen langsam aus, wenn ich ehrlich bin. Aber das Ding hat schon ein bisschen Zug. Also es ist jetzt halt, darf man nicht vergessen, ein Set aus Klemmbaustein. Das kann jetzt auch nicht wie ein Remote Control Racer durch die Gegend flitzen. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Und um das Ganze wieder zu befestigen, muss man natürlich wieder hier die Einzelteile dazu machen. Das mache ich jetzt aber jetzt erstmal nicht, sondern ja, eigentlich habe ich hierzu alles gesagt, würde ich sagen. Ja, dann noch kurz ein Fazit zu dem pinken Flamingo Lambo. Ich muss sagen, dieses Set hat mir schon deutlich mehr Spaß bereitet, als ich das jetzt bei meinem ersten Set, dem auch von Sembo, den mobilen Kran hatte. Ist immer noch nicht alles perfekt, was in diesem Set hier so verbaut ist. Also gerade hier die vordere Front, die sehr wackelig ist, das ist auch so ein bisschen
Man merkt, es fehlt was an diesem, ist nicht ganz durchdacht, nicht ganz ausgereift. Aber insgesamt, ich muss sagen, Teilequalität ist richtig gut, Klemmkraft ist richtig gut, bis auf den vorderen Bereich hier, wie gesagt, aber ansonsten funktioniert das eigentlich echt ganz gut. Mir gefällt auch, dass es motorisiert ist, also es gibt es natürlich auch ohne Motorisierung, aber ich finde, dass gerade die Motorisierung macht das Ganze richtig spannend. Es ist einfach ein Technikset, das merkt man. Ich bin jetzt kein Technikfanatiker, nenne ich es jetzt mal, aber es ist definitiv ein Technikset und richtet sich daher auch wirklich an die Technikfans, an die Tuner, nenne ich es jetzt mal, auch unter den Klemmbaustein-Verrückten unter uns. Und ja, also es gibt, wie gesagt, ein paar Defizite, also es ist an manchen Stellen einfach noch ein bisschen wackelig, das Ganze. Man merkt, es ist nicht ganz durchdacht. Aber im Großen und Ganzen, also für die jetzt unter 50 Euro, was ich gezahlt habe, mit Motor, also inklusive Motorisierung, also das ist, ja, kann man bei anderen lange danach suchen, die aus Dänemark stammen, und auch da gibt es sicherlich einige Mankos. Es ist ein Set, das mit Stickern geliefert wird, also es ist alles mit Stickern. Hier sind jetzt mal keine Drucke dabei, was jetzt aber aus meiner Sicht gar nicht so schlimm ist, weil es ja sowieso kein Original Lambo ist, sondern halt tatsächlich einfach was Nachgemachtes. Und von daher finde ich das eigentlich auch in Ordnung, dass es so ist. Und an wen richtet sich das Ganze? Ja, ich habe es schon gesagt, es ist definitiv was für Technikfans und Freaks. Und insofern richtet sich es auch ganz eindeutig an diese Zielgruppe.